Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht's weiter. SEMA 2019, Las Vegas, Tag 2. Wir haben ja gestern schon einiges gesehen. Fakt ist auf jeden Fall, die neue Toyota Supra ist das Messerauto. Steht an jeder Ecke wirklich, egal bei welchem Hersteller. Und ja, jetzt gucken wir uns heute auf jeden Fall mal ein bisschen den Außenbereich an und haben noch so den einen oder anderen Hersteller vor uns. Felgenmäßig haben wir bisher noch gar nichts gesehen. Da gibt es bestimmt noch was auf der Messe. Und ich hoffe, dass wir performancemäßig auch noch ein paar Sachen finden. Aber wir gucken mal, wie voll ist es heute. So, wir sind angekommen. Geht gleich sehr interessant los. Und zwar gibt es hier scheinbar so eine Art Nachwuchsförderung, wo wirklich verschiedene Drag Race Teams gegeneinander gegen die Zeit antreten und gleich hier irgendwelche Motoren schrauben müssen. Bin gespannt, extrem coole Idee, die natürlich die Szene extrem fördert und dazu auch bestimmt jede Menge Spaß macht. Ich finde es definitiv geil, da gibt es erstmal einen Daumen hoch für. Hier unendlich viele Chromteile, Polituren, Fahrzeugpflege, Shampoos, Sitze und. Mal gucken, ob es hier für euch auch irgendwas Interessantes zu sehen gibt. Hier haben wir zum Beispiel mal so einen Umbau, wo ich wirklich keine Ahnung habe, was der Sinn dieses Umbaus ist. Huracan, Twin Turbo, aber komplett Karosse entfernt und Gitterrohrrahmen rum. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Keine Ahnung, warum man sowas macht. So, willkommen in Amerika. Hier wird wieder fleißig geschweißt, während einfach alle zugucken können. Natürlich kurze Hose und T-Shirt, ist klar. Thank you.
verlassen lieber mal die Teilehalle. Dafür sind wir definitiv nicht in die USA gekommen und gucken, glaube ich, mal ein bisschen draußen, was wir da so auf dem Platz finden. Weil ich denke, da steht schon das eine oder andere geile umgebaute Auto. Auf jeden Fall wieder was ganz Typisches für Amerika. So ein Chopper-Umbau, Motorrad, aber mit Turbolader und offenem Pop-Off. Ist auf jeden Fall geil. Wir sind jetzt draußen angekommen. Wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen über die Parkplätze, wo die ganzen Privatautos rumstehen. Hier gleich schon mal was Cooles. Eine durchsichtige Motorhaube. Sieht sogar tatsächlich so aus, als würde er so fahren. Witzige Sache. Das war gerade so ein typischer Rod. Ich hätte ehrlich gesagt von diesen Hot Rods viel, viel, viel mehr erwartet hier auf der Messe. Aber bisher definitiv mehr Jeeps als Hot Rods. Das war vor ein paar Jahren definitiv noch anders. Zumindest so, was ich so gehört habe, gesehen habe etc. Was man den Amis allerdings lassen muss, kreativ sind sie, ne? Guckt euch mal den Crossfire an. Gefühlt ist das Ding einen halben Meter höher gelegt. Und sieht auf jeden Fall witzig aus. So, und schon ist auch das nächste bekannte Sicht aus Hannover da. Und zwar, mein Name ist Hörter Philipp, ist wieder am Start. Guten Tag. Du, nehme ich mal an, willst die PS Days nach Las Vegas bringen? Ich glaube ja, wir bringen die SEMA nach Hannover, aber... Das ist natürlich auch gut, das ist natürlich noch besser, ne? Genau. Bist du das erste Mal hier? Ich bin das erste Mal auf der SEMA. In Vegas war ich schon ein, zwei Mal. Aber Hammermesse, egal, ich meine, wenn wir es mal umdrehen, wie riesig diese Hallen sind. Ja, ist richtig. Also, unfassbar. Und hier ein paar Impressionen sammeln, was wir auf dem PS Days so machen können. Wir blenden als allererstes mal hier kurz das letzte Video ein, was wir zusammen gemacht hatten, damit die Leute kurz wieder wissen, was die PS Days eigentlich sind. Genau. Wie laufen die Vorbereitungen? Super, also ganz viel positives Feedback haben wir bekommen. Mhm. Viele Firmen sind schon dabei. XS Carnet ist ja auch ganz neu mit an Bord. Wie ihr wisst, haben wir bei Facebook auch das Event jetzt schon online. 13.000 Interessierte, Hammerzahlen. Also wird ein mega Event am Samstagabend. Und PS Days selbst läuft auch super und wir haben auch noch viele coole Sachen gemeinsam vor. Ja, 24. bis 26.7. nächsten Jahres. Rambazamba, würde ich sagen. Was treibt dich her? Gucken, erleben, verstehen, ein bisschen, schöne Community und geile Sachen erleben. Du bist allerdings jetzt ja erst seit ein, zwei Stunden heute hier. Ja. Das heißt, wir kürzen das Ganze mal ab und reden nachher weiter, wenn du ein bisschen Impressionen gesammelt hast. So machen wir das. So, wir sind jetzt im Toyo-Zelt angekommen. Hier wird es automäßig auf jeden Fall für uns interessanter. Wir haben hier einen alten Honda Civic vor uns. Noch so ein richtig altes, eckiges Modell, aber richtig lecker gemacht. Vier Slicks. Schöner Innenraum, also wirklich lecker das Ding. Und vorne eine schöne Einzelhaus. Aber wirklich sehr, sehr, sehr schönes, cleanes Ding. Gefällt mir. Ich glaube, hier kriegen wir jetzt ein paar schöne Autos zu sehen. Das war gerade Liberty Walk Huracan Vito. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem krassen E190. Nicht mein Geschmack, aber definitiv auch heftig umgebaut. Der interessante Teil ist nämlich vorne.
Hier ist nämlich Hammerrad auch ein V8 reingewandert. Als Bito mit fetten Turbos. Ist da nicht Schellen dran? Philipp macht die Abnahme heute. Er sagt, die Schellen fehlen noch. Aber die fehlen ja an einigen Stellen. Aber Umbau ist geil. So, jetzt für alle Toyo-Fans. Die Pelle kennt ihr ja bereits. Toyo R888R. Es gibt scheinbar jetzt hier auf dem amerikanischen Markt 2.0 Reifen. Und zwar gibt es den RR. Toyo Proxxis RR. Weitestgehend komplett ohne Profil, aber fasst sich recht weich an. Ich vermute, dieser wird dementsprechend ohne Straßenzulassung sein. Aber dann gibt es auch noch den. Ich gehe mal einmal rum. Dann gibt es auch noch den TQ, ist ein Drag Radial. Da tut sich was. Den hier sehe ich allerdings gerade, gibt es nur von 16 bis 18 Zoll. Also das wird ein reiner Drag-Reifen sein. Und den anderen gibt es tatsächlich von 13 bis 20 Zoll. Ich versuche mal kurz rauszukriegen, ob die auch für den europäischen Markt sein werden. So, der nette Herr hat mir kurz geholfen. Schlechte Nachricht. Beide Reifen wird es auf dem deutschen Markt nicht geben, haben keine Zulassung und gibt es auch nicht in den normalen Reifengrößen, sondern deswegen nur in den Slick-Größen. Aber der TQ soll genau der richtige Reifen für meine Anwendung sein. Vielleicht muss man doch irgendwie mal gucken, dass man die für unsere Rennevents nach Deutschland kriegt. So, hier haben wir auf jeden Fall einen meiner Favoriten der Messe. Ferrari 355 Biturbo, wie fast alle Autos hier. Ich glaube zwar nicht, dass das Ding schon einen Meter gefahren ist, aber sieht auf jeden Fall geil aus. Breitbau ist der Button-Ferrari, darunter ist sehr bekannt. Lecker gebaut, witzige Folie drauf, mal wieder ganz eigener Stil. Hat was. Das ist das Coole hier an Las Vegas. Man sieht wie wirklich so viele verschiedene Stilrichtungen. Das ist auf jeden Fall für die kreativen Köpfe unter uns sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt zeige ich euch einfach noch mal kurz das Auto ein bisschen. Direkt daneben steht der nächste Kracher, ein altes Porsche G-Modell, hoffe ich zumindest. Natürlich auch volles Ballett, breit gemacht, so ein bisschen alter Porsche Rennstil in eckig. Aber das Krasse an diesem Auto ist, das ist tatsächlich ein Vollelektroauto. Man sieht hinten drunter eine riesen Alu-Wanne mit Batterien und Elektromotor. Innenraum. Relativ schlank gehalten. So. Und wenn wir uns jetzt hier mal drunter legen, wir testen das mal. Sieht man tatsächlich nur eine riesen Alu-Wanne, wo die Batterien drunter sind und einen Elektromotor. Ja, das ist halt SEMA Amerika. Auf solche kranken Ideen kommt in Deutschland so schnell keiner. Das ist das Coole hier. Man nimmt einfach mal ein altes G-Modell, macht ein breit und noch Elektrotechnik rein. Geile Nummer. Wir kommen aus der Toyo-Halle leider nicht raus. Es geht weiter. Wir haben hier wirklich einen extrem krassen Mazda RX-7, zumindest das, was noch davon über ist. Auch wieder breit gemacht. Eigentlich alles umgebaut, aber das richtig krasse ist hier vorne. Und zwar Wankelmotor.
der auch schon nicht original aussieht, weil ich sehe da jede Menge gefräste Platten zwischen. Und zusätzlich zwei richtig krasse, fette Turbolader drauf. Also ich tippe drauf, das wird hier so ein Auto sein, was so 12.000 bis 15.000 Umdrehungen dreht und auf jeden Fall richtig Bums hat. Ich zeige euch einfach ein paar Details, das ist besser, als wenn ich drüber quatsche, weil es ist nicht ganz so mein Metier. Deswegen sagt man so schön, Bilder sprechen mehr als 1.000 Worte. So, und hier kommt jetzt nämlich noch der interessante Teil, das scheint noch nicht ganz fertig zu sein, aber das ist als Allrad gedacht. Ihr seht hier noch ein vorderes Differential, da fehlen nur noch die Antriebswellen. Also sogar Allrad-Umbau. Ja, ich habe gerade noch ein paar Infos zu dem Mankel rausbekommen. Normalerweise hat dieser Motor zwei Scheibenwankel, das heißt 1,3 Liter. Das sind umgerechnet auf einen Hubkolbenmotor 2,6 Liter. Dieser Motor ist jetzt doppelt so groß, vier Scheibenwankel und hat somit umgerechnet 5,2 Liter. Also steckt richtig krasse Technik drin, ist wie vermutet ein Allradumbau und dreht leider nicht, so wie ich sagte, so um die 12.000 Umdrehungen, sondern der wird so 9,5 bis 10,5 drehen. Schade, dass man sowas nicht in Action hören kann, weil ich kann euch sagen, das Ding wird richtig übel klingen. So, auf dem Garrett-Stand steht auch ein ganz kranker Umbau und zwar tatsächlich ein Huracan, wo sie Hammer den V10 rausgeschmissen haben und von der Corvette den LS, den V8 Motor reingehängt haben. Mit zwei fetten Turbolader oben drauf. Dann konnte ich gerade sehen, haben sie vom R8 bzw. Gallardo das Schaltgetriebe reingehängt. Und das ist jetzt ein Huracan-Schalter V8 Twitto. Krasse Nummer. Optisch, naja. Viele Teile vom Bodykit verändert, allerdings jetzt nicht sonderlich perfekt umgesetzt, aber so ist das halt leider in Amerika öfter. Aber auf jeden Fall wieder so ein typisches Messermotto, Hauptsache krass aussehen. Auch in Amerika ist die Elektrotechnik angekommen. Hier haben wir bei Chevrolet auf dem Stand ein 1962er Chevy, der zwei Elektromotoren vorne drin hat, die in Summe über 450 PS leisten. Also auch in Amerika ist die Elektrotechnik angekommen und hier wird auch fleißig, ich sag's jetzt mal, engineert. Okay, bei dem Auto haben wir natürlich einen Vorteil, dass der einfach genug Platz hat, um die Batterien unterzubringen, hinten auf der Ladefläche. Cool an dem Ganzen, dieses Auto bzw. dieser Pickup beschleunigt 0-100 unter 5 Sekunden mit der Elektrotechnik. Das ist natürlich für so eine Oldie schon eine Ansage. Ja, hier haben wir wieder was ganz Beklopptes. Motorrad, 275 PS und zwar mit Turbolader. Und Kompressor. Da ja auch nicht eins von beiden reicht, haben sie hier einfach direkt beides rangeklatscht. Wüsste natürlich gerne, wie das mit 275 PS fährt, aber wahrscheinlich gilt hier auch wieder lieber haben als brauchen. Ne? Gebaut ist es auf jeden Fall richtig cool, ich zeige euch das mal. We'll be right back.
das war die SEMA 2019. Ich muss sagen, es hat sich definitiv gelohnt, herzureisen. Ich weiß jetzt, wir müssen uns in unserer Essen Motor Show und in unserer Tuning-Szene in Deutschland definitiv nicht verstecken. Die Messe war zwar cool, aber unterm Strich ist dann auch wirklich jede Menge, ich formuliere es jetzt mal vorsichtig, Schrott dabei. Es sind natürlich jede Menge geile, coole Autos, die wirklich krass umgebaut sind und wo wirklich alles dran Eigenbau ist. Diese Autos sind dann dementsprechend aber auch extrem weit von jeglicher Straßenzulassung entfernt und im Zweifelsfall noch nicht einen einzigen Meter gefahren. Und somit kann man das nicht ganz so mit unseren deutschen Autos vergleichen. Aber ich hoffe, wir konnten euch jede Menge coole Technik zeigen. So, Joni, wie fandst du die Messe? Ja, also sind schon krasse Eindrücke, die man hier so sammelt, wenn man das erste Mal hier in Las Vegas bei der SEMA ist. Also ich glaube, unterm Strich insgesamt muss sich Deutschland auf jeden Fall nicht verstecken hier und die Essen Motor Show ist da auch schon ganz gut aufgestellt. Aber es sind halt natürlich auch einige Fahrzeuge hier, die vom Niveau nochmal was ganz anderes sind. Ne? Welches Auto fandst du am besten? Mir hat am besten gefallen der grüne Ferrari 320, der alte. Das Bicoro-Ding. Ja, das ist schon krass. Ja, die besten Autos standen auf jeden Fall in der Toyo-Halle. Die sind aber auch dafür bekannt, dass sie die krassen Autos jedes Jahr immer wieder da haben. Und ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir jetzt zurück nach Deutschland fliegen und da wieder unsere herkömmlichen Umbauten haben, die dann am Ende doch alle ein bisschen dezenter, schlichter und einfach eleganter sind. Und einen riesen Unterschied haben wir auch noch gemerkt zwischen Deutschland und Amerika. Deutsche Messen sind ja mittlerweile überfüllt von Merchandise. Jede Tuningfirma hat seine eigenen Caps, seine eigenen Klamotten und so weiter. Das ist erstaunlicherweise hier in Amerika noch nicht so. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist es die falsche Messe dafür. Aber auf der SEMA ist das auf jeden Fall schwieriger zu finden. Ja, ich würde sagen, so viel aus Las Vegas. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt geht's in Deutschland direkt weiter mit jeder Menge krassen Technik. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.